Gleich annehmen. Einsatzleiter hat mir gerade mitgeteilt, auf dem rückwärtigen Bereich ist die eingeklemmte Person unter dem Stapler befreit worden, wird gerade an den Rettungsdienst übergeben. Des Weiteren sind auch bereits die Ablaufschächte soweit abgedichtet. Und wie wir jetzt sehen, kommen die nächsten Fahrzeuge angerückt. Ein Sprungpolster, welches sich selbstständig aufbläst und sehr gut geeignet ist, um der Aufbau wird sehr, sehr frei und wird auch ganz gewiss nicht an der See aufgebaut. Egon darf jetzt nun in freien Fall ein paar Meter machen. Das Sprungholz ist allerdings geeignet für deutlich höhere Höhen, größere Höhen. Aber es zur Anschauung ist es noch ganz gut geeignet. Also das Sprungholz ist in Stellung gebracht. Die Person fällt hinein und kann dann über eine Seite rausgerissen werden. Ja, das Sprungpolster kann man also ganz einfach zusammenklicken und stellt sich anschließend wieder auf. Thank you.
Also links ist
Wir setzen uns jetzt mal mitten ein. Bis heute auch. Ja, danke. St. Gebhardt, hier tagsüber zwischen 80 und 90 Personen in der Betreuung. Von der Lage her, wir hatten mehrere Personen auf dem Balkon. Wir haben in diesem Bereich hier haben wir zwei Abschnitte gewählt, erst einmal mehrere Personen auf dem Balkon. Dann hier auch eingesetzt einmal den Sprungretter sowie mit der Höherrettung die Personen von diesem Balkon
dementsprechend. Im hinteren Bereich hast du zwei, war hier ein Unfall mit einem Stapler mit Chemikalien, die Lade und seine F16 abgearbeitet hatte, sowie dann auf der Rückseite den Zugang zu den vorderen Bereichen. Abschnitt 1 wurde von den Kameraden von Kehle über Steckleitung den Bereich über, wo sie hier dementsprechend auch nochmal 5 Personen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht haben. Aufgrund der Alarmierung und von der Lage haben wir das Alarmstichwort von F2 auf F3 erhöht, um einfach hier mehrere Einsätze und Einsatzkräfte hier an Einsatzstelle zu haben. Zusätzlich wurde hier vom Herrn Brunnenmann hier drüber die Herkaleinstellung gebracht und die Sammelstelle für die verletzte Person eingerichtet. Es ist alles soweit hervorragend abgearbeitet worden. Von der Lage her war es gut, das Wetter hat jetzt auch ausnahmsweise sehr gut mitgespielt. Die Abschnitte wurden sehr gut, die Verständigung war gut. Von dem her kann man sagen, dass dieser Einsatz erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Dokumentation hier, ich sehe es auch hier im Schnittfahrt, mir der Ausdruck von der Lage vom Gebäude. Es ist alles dokumentiert, wird ein Ausdruck, wo auch hier eben Informationen hier für unsere Einsatzleitwagen oder Hebe vorhanden sind. Wichtige Themen für die Verantwortlichen der Stiftung Liebenau, dass bei dem Falle eines Falles auch hier alle Verantwortlichen dementsprechend so schnell wie möglich informieren kann und über die Schadenslage dann unterhalten kann. Okay. Genau, ergänzend hier von der Führungsgruppe aus kann ich sagen, wir haben jetzt heute diese Hauptübung das erste Mal parallel dokumentiert, einmal händisch, so wie wir es im IOK-Lehrgang gelernt haben, und parallel mit einem Laptop, mit einer neuen Software, wo wir gerade in der Testversion probieren. Wir haben hier noch auch eine Ausfertigung, wo unsere Kreisbahnmeisterin bekommt, wo sämtliche Lagemeldungen hier eingegeben werden und auch nicht mehr geändert werden können. Einfach das, was steht, das steht. Die Version oder die Software hat sich eigentlich hier bei diesem Einsatz erfolgreich gegeben und wir werden überlegen, ob wir uns sowas denn jetzt denn anschaffen, einfach auch, um das dokumentieren zu können. Ein paar Nachalarmierungen stehen hier auch noch drauf, wo jetzt der Einsatzleiter noch nichts gesagt hat. Selbstverständlich steht ein Löschzug in Bereitschaft, gedanklich am Hirschen. Eine zweite Drehleiter ist vor Ort. Die Drehleiter Tettnang konnte heute ja an der Hauptübung nicht teilnehmen, da sie in der Hauptübung in Neukirch ist. Der Energieversorger und der GW Atemschutz wurde ebenfalls alarmiert wie die Höhenrettung. Unsere Absturzsicherungsgruppe, die hat aber die Person erfolgreich gerettet.